Moin Leute und willkommen zurück wieder einmal zu einem Let's Play Part von Pokémon Weiß Edition 2. So. Und was ich jetzt wieder mal offscreen rausfinden musste. Also rausfinden, nee, eigentlich gar nicht. Das einzige, was ich nachgeschaut habe, ist, dass es noch in dem einen Gebäude. Ja, wie soll ich sagen? So etwa 10 Trainer gibt oder weniger, keine Ahnung, die mit mir bzw. gegen mich kämpfen wollen. Und in den Turm werde ich jetzt gleich gehen. Nein, danke, das war alles. Und keine Ahnung, also und erstens mal fragt mich nicht, wieso ich Turm gesagt habe. Was ich meine, ist natürlich Hochhaus. XP Share. EP Teiler. Okay. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man den hier gebrauchen kann, weil. Also ich meine. Der ist gar nicht so gut, wie der früher einmal war. Ganz ehrlich jetzt. Ja, gib's mal eine Mumpfi. So. Jetzt habe ich da alle drei Clowns gefunden. Und das heißt wiederum, dass ich noch zu dem anderen Clown da gehen kann, der mir das Fahrrad gegeben hat. So, und jetzt fangen die Kämpfe mal an. Wow! Der hat ein Vulcano! Oh, awesome! Jetzt weiß ich auch, wo ich eins finden kann. Das ist einfach absolut eins der geilsten Pokémon, die es gibt. Und auch eins der stärksten, also das Arcani. Das ist einfach nur geil. Und wie ich schon, glaube ich, im vorletzten Part erwähnt habe, wollte ich es schon in mein Team aufnehmen. Also, ja, ich habe es vor. Und jetzt werde ich gleich mal nachsehen, wo ich den fangen kann. So, Vulcano. Da. Ich bin hier? Moment. Ich muss wieder zurück. Alter? Den kann man dort fangen? Und das sagt ihr mir jetzt? Willst du mich verarschen? Okay, da muss ich unbedingt zurück, aber das werde ich nicht im Let's Play machen, sondern offscreen, weil das würde wahrscheinlich wieder zu lange dauern, genauso wie beim, wie beim Voltilam. Da war ich auch ewig dran. Und ich hoffe, dass ich zurück kann, weil ich bin ja mit dem Schiff gekommen. Ah ja, okay. Das werde ich dann sehen. So, zuerst mal werde ich da das Dusselgor aus dem Weg räumen. Und der hat es sogar überlebt. Okay. Sehr schön. Ups.
Okay, gegen ein Wasser hilft nur normal. Also kein Käfer und keine Wasserattacken. Bei Käfer bin ich mir eigentlich gar nicht mehr sicher, ob das gut ist oder nicht. Mal eins probieren. Okay, nee. Gibt nicht viel Schaden. Aber ist das nicht die Attacke, die nach jedem Schlag immer stärker wird? Könnte noch sein. Ich probiere es noch einmal aus, wer weiß. Ja, doch, das ist so. Nach jedem Angriff wird die Attacke stärker. Ja, gut zu wissen. Okay, was ich vergessen habe ist... Ja, danke schön für den Timer Ball. Aber eben, was ich vergessen habe ist... Nee, nicht von dem. Item. Item geben. So. Dankeschön. Fragt mich nicht, wieso ich immer Dankeschön sage, wenn mir jemand etwas gibt. Die hören mich ja sowieso nicht. Ha! Der Ball ist auf den Boden gefallen. Ist ja witzig. So, okay. Käfer gegen Pflanzen. Sollte... Ah, okay, ist nur normal. Ne, stimmt, Gift gegen Pflanzen ist sehr effektiv, nicht Käfer gegen Pflanzen. Naja, egal. Und der stiehlt mir einfach Leben. Boah, das geht gar nicht. Alter, hör doch auf! Komm schon, ah. Herrje. Scheiße, Mann. Natürlich habe ich kein Gegengift. Typisch. So, den heile ich mal. Ups, falsch. Oder vielleicht habe ich ja Gegengift, aber ich weiß es einfach nicht. Ah, Antidot, das ist es ja. So. So, also in dieser Ebene habe ich alle besiegt. Das heißt, Ebene 55 ist dran. Ete. Hoah, der redet ja in Englisch, wieso denn das? Okay. Okay, ich habe jetzt gerade vergessen, das vorzulesen. Also er hat vorhin gesagt, dass... Also er war erstaunt, dass ich alle Trainer besiegt habe. Mehr nicht eigentlich. Und jetzt... Also dann, der stärkste Trainer in diesem Gebäude. Und nun kannst du gegen... Zeo... kämpfen. Mein Neffe. Von dieser... Kampffirma. Ich zeige dir meine Wiedersuche von meinen Pokémon und das Band des Trainers. Irgendwas so. Naja, egal.
Ah, ein Eevee. Ein Evoli meine ich. Nicht Eevee. Okay, Eevee ist Englisch, aber... egal. Scheißegal. Mein Gott, das reicht nicht einmal. Eieiei, was ist denn das für eine komische Welt? Oh, wie heißt das schon wieder? Bispark? Nee, das ist doch die oberste Entwicklung. Nein, keine Ahnung, wie der heißt. Ja, spielt auch keine Rolle. So, gut gemacht. You are strong and I'm so weak. Ich bin... du bist stark und ich bin so schwach. For the sake of Pokémon and trainers, I'll research even more. Für den, keine Ahnung was das heißt, von Pokémon und Trainern suche ich noch mehr. Sogar noch mehr. Und wenn ich winne, ist es wegen dem Pokémon und wenn ich verliere, ist es wegen mir. Will I be stronger if I think like this? Ah, werde ich stärker sein, wenn ich so denke? Ja, wahrscheinlich schon. Das ist neben dem Punkt. Was ist wichtig, ist, dass du... Was wichtig ist, dass du Freude hast. So, nun kann ich hier weggehen. Oh, Mist, falscher Knopf. So. Und nun ab ins Pokémon Center. Ah ja, zuerst noch mit dem Clown da reden. Keine Ahnung, was er mir gegeben hat, aber scheißegal, spielt auch keine Rolle. Ich bin mir nicht sicher, ob der Gegengift hat. Ja, hat er. Oh, ups. Ja, so. Denn ich habe das Gefühl, ich werde saumäßig oft vergiftet. So, ja, die Lilia ist hier. Und jetzt muss ich zu ihr gehen. Wahrscheinlich zum Hafen oder so. Ja, da ist sie nochmal. So. Und die braucht meine Hilfe. Oder, keine Ahnung. Ja, eine Höhle. Und mein Rivale. Okay. Keine Ahnung, was der von mir will. Ach Mist. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich hätte mir noch Schutz kaufen sollen. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich trainiere meine Pokémon zu wenig. Ich habe nur zwei zum Trainieren. Und die sind nur
um die Level 20. 21 und 19, glaube ich. Und 21 und 20. Nee. 21 und 19. Und ich habe mich jetzt nicht geachtet, wie viel Pokémon. Moment. Nee, das sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Pokémon der andere hat. Okay. Das gibt mir auf den Sack, so oft zu kämpfen. Ja, ich hoffe, der hat zwei Pokémon. Ja, yep, hat er. Aber es setzt nur eins ein. Das heißt, ich auch. Good job. Yep, jetzt kann ich mal wechseln. Okay, und jetzt darf ich einfach mein Pokémon nicht wechseln, sonst wird das vergiftet. Was zum... Wieso konnte ich jetzt nicht angreifen? Alter... So, geht doch. So, und zuerst mal... ja. Die tauschen, Item nehmen. Mein Gott, da kommen echt zu viele Pokémon. Und dann auch noch so ein so Zubats. Moment, zuerst mal schaue ich, ob ich Schutz habe. Sieht nicht so aus. Schade. Okay, da gibt's nichts. Und ich habe das Gefühl, wenn ich normal laufe, also so wie jetzt, kommen weniger Pokémon. Deswegen renne ich auch nicht. Okay. Da komme ich mal nicht weiter. Und ist hier etwas? Nee. Was willst du? Mein Gott.
dann gehe ich eben oben rum, wenn hier nicht ständig Pokémon kommen würden. Ups. Okay, da war auch nichts. Beziehungsweise ist immer noch nichts. Okay, komm. Die mache ich jetzt kalt. Die gehen mir auf den Sack. Einfach so. Okay, und da macht er sogar noch Härtner. Viel schneller kann ich das jetzt auch wieder nicht machen. Alter, die wilden Pokémon sind ja noch schlimmer, als wenn sie von einem Trainer kontrolliert werden. Mein Gott. So knapp. Okay, jetzt geht er auch drauf. Da oben wäre mal Team Plasma. Mein Gott, ständig die wilden Pokémon. Ja, komm schon, kämpfen wir. So, okay. Nein, das ist der falsche. Scheiße, gegen den hat es keine Wirkung, Mann. Der ist nämlich... Ja, okay, er ist draufgegangen. Das ist auch gut so. Dann geht der Angriff auf den. Okay. Falscher Platz. Aber, naja, macht auch keinen Unterschied. Takedown. Ist das Slam? Ja, könnte sein. Ich nehme es mal an. Jo. Pussys. Das ist doch der Arena-Leiter, ja. Keine Ahnung, wie der mehr heißt. Stärke. Ja, okay, danke schön. Oh, das ist ja der eine Professor. So,
und was ich jetzt kurz mache ist, was wollte ich machen? Irgendetwas wollte ich machen. Naja, egal. Es ist aber eben leider schon wieder Zeit, dass ich dieses Let's Play beende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder einmal. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute.